Hallöchen, so wieder nochmal CD-Player jetzt mit den Elkos. Dann will ich die Elkos da mal rausnehmen und testen. Am besten ist, ich mache erstmal nur ein und in der Netzteilsektion haben wir 220 mit 1000. Ja, ich guck mal. Ich nehme mal die zwei hier raus und teste ich gleich mal mit euch zusammen. Ich habe mir schon überall den Minus markiert mit dem Stift, weil ist nichts angegeben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Den ganz großen, den habe ich nicht da, aber die anderen, die hätte ich da. Und die nehmen wir jetzt mal schnell raus. Ich habe auch ein Service-Manual. Ich weiß schon, wo die Testpunkte sind für die ganzen Sachen, die ich nachher brauche. Das und der. Der zieht doch, warum zieht er hier nicht? Gerade nicht. Warum habe ich jetzt wieder die? Ich weiß gar nicht, wo ich die hier gelassen habe. Ach, da oben. Irgendwie. Ja, toll. Schön auf die Hose. Sollte so packen. Wieso sagt er jetzt? Das habe ich auch noch. Wackelkontakt in den Kabel. Okay. Komm mal her. Nummer 1. Raus da, 2. So. Ich habe jetzt schon nur erstmal den Tester. Ich habe auch noch den anderen. Allerdings habe ich gesagt, schnell. Keine 9 Volt Batterie gerade. So, aber gerade mal kurz geschlossen. Jetzt nehme ich den 220 μ. 220 μF. Mal gucken, was der sagt. 204 Mikrofarad, ESR 0, VLoss 1, der ist eigentlich noch gut. 0,29 Ohm. Nehmen wir mal den großen hier. Der soll 1000 μ haben. Der 1040 ESR 0,27 VLoss 2,2. Das passt. Und ja, ich kann hier wirklich live messen mit dem Teil. Das ist nämlich das Gute dabei. Ich werde das jetzt nacheinander machen. Die baue ich wieder ein, die sind ja noch okay, die muss ich nicht wechseln. Wenn ich jetzt welche finde, die nicht mehr wirklich was sind, dann tausche ich die. Und zwar denke ich mal eher sind das die hier. Da hinten ist auch noch eine. Und zwar ist hier hinten die Laserstrom und Servomotor-Geschichte, keine Ahnung. Die hängt hier hinten drauf. Hier ist nämlich auch noch eine. Hier ist Fokus, da ist nämlich auch, sind auch noch diese kleinen. Ich schätze mal, die sind am wichtigsten. Hier ist noch ein Elko oder kein Elko, keine Ahnung. Der sagt 0,86
Mikrofahrrad, also 680 Nano, 50 Volt. Ich weiß jetzt nicht, ein Elko in der Größe habe ich nicht, und ob ich jetzt einen Kondensator hätte mit 680 Nano Fahrrad, weiß ich nicht. Ich kann auch einen Mü reinsetzen oder so. Oder ich lasse ihn drinne. Ich kann ihn ja mal rausnehmen und testen. Können wir auch mal schnell machen. Das ist der. Der hat eine rote Markierung. Die geht nach außen. Ne? Merke ich mir gerade mal schnell. Mal gucken, was der sagt. Nano, ESR 1,7 Ohm. Verlust 0,8%, der ist gut. Zwischen 1 und 3, nee, 2 und 3, ja, passt. Okay, 691, 680 soll er haben. Der ist auch noch gut. Okay, das mache ich jetzt nach und nach. Raus und wieder rein. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich soweit fertig bin. Und wenn ich was Auffälliges finde, dann werde ich mich noch mal melden. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich hier einiges an Elkos getauscht. Nicht alles, aber einiges. Die ganzen kleinen hier, da habe ich einen Punkt drauf auf den. Und das sind Nichicon Elkos. Die Werte sind ähnlich denen der neuen. Und da habe ich gedacht, bevor ich Nichicon gegen irgendeine China-Marke austausche, lasse ich die drinne. Den großen habe ich hier jetzt nicht getestet. Die zwei hatten wir zusammen getestet. Den habe ich noch getestet. Das ist okay. Hier waren zwei 470er drinne. Die habe ich hier liegen. Sind eigentlich von den Werten relativ okay. Die habe ich trotzdem getauscht. Hier ist noch ein, ich glaube, ein 22 μ. 220 Mikrofahrrad, der ist aber noch gut. Was ich aber getauscht habe, waren die kleinen, die hier liegen da waren. Die habe ich jetzt wirklich getauscht gegen neue, weil die habe ich hier auch liegen auf dem Tisch. Da liegen sie. Hier sind die anderen zwei. Die testen wir jetzt noch mal schnell zusammen durch. Will ich euch noch mal zeigen. Also, ich zoome mal drauf. Vielleicht kriegen wir das hin. Also mit dem Licht ist das hier so eine Sache. Ich nehme mal einen von den kleinen. Das soll jetzt ein 22 μ sein. Was sagt der jetzt? 13,2 Mikro, ESR 4,8 Ohm, Verlust 7,7%. Das ist schon ganz schön weit davon entfernt, wo er eigentlich sein sollte. Jetzt habe ich hier noch ein 22 μF. Kann man hoffentlich erkennen. 16,35 Mikrofarad, ESR 6,5 Ohm, Verlust 6,7 Ohm, Prozent. Ist auch ganz schön weit raus. Noch ein 22 Mikrofarad. 40 Volt sind das. 17,2 Mikrofarad, ESR 19 Ohm, Verlust 6,8%.
Also 19 Ohm, also das ist ja schon bald, das ist mehr ein Widerstand als ein Elko. Die saßen in der Fokus- und Laserstromgeschichte mit zwischen. Und das sollen 4.000, nee, 4,7 Mikro mit 60 Volt sein, nee, 63 Volt. Der hat 4,4 Mikro, 4460 Nanofarad, 5,8 Ohm. Verlust 3,3%. Der war, auf alle Fälle war der in der Laserstromgeschichte, die anderen für den Fokus. Also die sind nicht mehr so toll. Das sind Philips Elkos, das ist direkt Philips hier. Als ich die Werte gesehen habe, habe ich gesagt, nee, die müssen raus. So, jetzt nehme ich hier den 470 μ 16 Volt. Der hat knapp 500 Mikrofarad. 0,28 Ohm. Der wäre eigentlich noch okay. Habe ich aber gedacht, kannst auch 9 reinhauen. Ist nicht so schlimm. Und der andere 470 Ohm. Mikrofarad. 494, 0,3 Ohm. Verlust 2,2. Es wäre vielleicht auch noch okay. Aber das ist kein Nichicon, das ist, weiß ich nicht, irgendeine mir unbekannte Marke. Habe ich gedacht, hau rein da. So, ich habe noch hier die Front, habe ich noch einmal ein bisschen sauber gemacht. Ich hatte auch die Platine draußen und habe das VFD, die Scheibe oben mit Gasreiniger sauber gemacht, die war auch recht verschmiert. Hier ist ein Remote-Sensor-Ausschnitt drin, ist aber gar kein Remote-Sensor drauf. Der würde hier sitzen. Da ist aber nichts angelötet. Ich könnte vielleicht einen nachrüsten, aber brauche ich ja nicht. Muss ich ja nicht. Ist ja soweit bedienbar. Jetzt werde ich versuchen, das wieder zusammenzuschrauben oder zumindest erstmal so weit zusammenzustecken. Ich muss noch eine Sache muss ich noch machen. Hier habe ich einen Lötpunkt weggenommen und eine Brücke rausgenommen und werde den anderen Stift hier nehmen, weil von dem Punkt zu dem Punkt sind das 270 Ohm. Die Wicklung und von dem zu dem sind es 300 Ohm. Ich habe auch geguckt, man kann das Ding umbauen auf 240 Volt. Es ist jetzt, glaube ich, auf 220 Volt gewesen und ich mache das jetzt auf 240 Volt, allein schon wegen den Spannungsreglern, dass die weniger verheizen müssen. Ich muss bloß eine neue Brücke setzen. Und dann passt das. Die ersten beiden sind nicht benutzt, also da ist nichts dran. Der Pin in der Mitte, also hier Pin 1, 2 ist leer, da ist nichts. Ist angeblich im Schaltplan wäre da noch eine Wicklung für, weiß nicht, 100, 120 Volt, weiß ich nicht. Pin 3 sollte eigentlich eine Sicherung sein zu Pin 4. Weiß nicht warum, aber Pin 3 und 4 sind verbunden, die haben 0 Ohm. Ich lasse das so. Da ist noch eine Sicherung zwischen. Ich glaube, eine Thermosicherung ist dazwischen. Und dann zu Pin 5 ist 220 Volt. Und Pin 4, beziehungsweise hier 3 zu 6, wäre dann 240 Volt. So habe ich das jetzt da raus verstanden. Also mehr Wicklung, weniger Wärme in den Reglern hier. Das sind plus 5 und minus 5 Volt, glaube ich. Dann kommt noch 10 Volt, 27 Volt oder 24 Volt oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und ein bisschen Wechselspannung für 10 Volt, glaube ich, für das VFD, damit das auch nicht übersteuert wird.
Also ein Overdrive in der Heizleistung, in der Heizung, ist auch besser, wenn ich den Trafo auf eine geringere Ausgangsspannung setze. Oder die Übersetzung ändere auf weniger Ausgangsspannung. Dann wird er nicht mit Überspannung betrieben, die ganze Geschichte. So, ich werde das mal wieder zusammenbauen. Das Board habe ich unter Leitungswasser jetzt sauber gemacht gehabt. Ist jetzt auch soweit getrocknet, alles. Da war nicht wirklich viel Bläh drauf, das ging eigentlich. Das klebt nicht mehr, gar nichts. Geht. So, ich baue das mal zusammen und dann gucken wir mal, ob der jetzt CDs lesen will oder nicht. Ich weiß schon, irgendwie Testpunkt, irgendwas war mit dem Augendiagramm. Ist zum Glück hier alles markiert. 1, 2, 3, 7, 6, 13, 19, 14, 16, 11, 23, überall lauter Testpunkte, wo das Augendiagramm, wo ich das abnehmen kann. Muss bloß gucken, wo ich den Ground finde. So, also ich setze das Ding mal wieder zusammen und dann gucken wir mal, was es macht. Ob es wieder hinhaut. Okay, bis dann. Wie ihr seht, hört ihr nichts. Aber ihr seht, die CD dreht sich. Und die nächste CD, nächster Titel kann auch langsamer drehen, ist ja normal. Und sie läuft. Macht keine Probleme und nix. Also ist der Gummi wieder abgesprungen. Das ist hier noch ein leichtes Problem mit dem Gummi, weil das ein bisschen schräge läuft. Das macht nichts, das kriege ich noch hin. Ich hatte den jetzt hier so nur bewegt. Aber was ich damit sagen will, ist, geht ja auch, geht auch zu. Jetzt sagt er 8 cm CD. Vorne hat er 12 cm gezeigt. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann. Da. Oben. Wechsel zwischen 8 und 12. Jetzt hat er wieder 12 cm. Und läuft durch. Also er läuft. Und das nur, nachdem ich hier den so ein bisschen provisorisch zusammengesteckt habe. Ich habe noch keinen Laserstrom und nichts gemacht. Natürlich muss ich jetzt noch bei und das mit dem Laserstrom machen. Weil da habe ich ja dran gedreht. Ja, den Laserstrom wieder einstellen. Aber er funktioniert. Ich habe nur die Elkos getauscht, diese kleinen, wisst ihr ja. Für mich ist jetzt hier fast eine Woche später. Ich weiß nicht, wo ich aufgehört habe, ganz genau. Und danach läuft er wieder. Einmal frei. Auch die. Ich kann. Nimm mal die CD hier raus. Die. Selbstgebrannte. Die läuft auch ohne Probleme. So, ich werde jetzt noch mal das Service Manual raussuchen. Das Oszilloskop anklemmen, versuche ich zumindest, und das mal einzustellen. Ob ich euch das gezeigt kriege mit dem Laser oder mit dem Augendiagramm, das kann ich euch noch nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich bereite das hier mal vor und dann gucke ich mal. Wenn ich das aufgenommen kriege, dann zeige ich es euch. Wenn nicht, dann werde ich euch davon berichten, ob ich es hingekriegt habe oder nicht.
Also sehen wir uns gleich nochmal wieder. Hallöchen, so, ich konnte euch das jetzt nicht zeigen. Ich habe jetzt auch das Augendiagramm nicht gemacht. Mit dem Laserstrom. Das habe ich jetzt so eingestellt, dass er gerade so die CD liest und noch einen Ticken mehr, damit er doch auch am Ende das lesen kann. Wenn ich da noch Probleme haben sollte in Zukunft, kann ich immer noch den Deckel unten aufmachen und den Strom noch ein bisschen erhöhen. Ich habe hier eine Anleitung, da werden mir Sachen vorgeschlagen zum Laserstrom einstellen, die ich gar nicht habe. Die habe ich hier gar nicht dran. Es soll aber für diesen Player sein. Komisch. Weiß ich nicht. Also deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht. Also ich finde die Punkte nicht, die er da angibt, wo ich da messen soll. Das, ich weiß nicht. Und eine Anleitung, die mir da Sachen sagt, die ich hier nicht dran habe, bringt mir ja dann nichts. Der läuft jetzt so weit wieder. Das waren wahrscheinlich nur die Elkos, die ein bisschen durch waren. Die nicht die Luzicon, sondern die. Wo haben wir die denn? Die Dinger hier. Weil nur die habe ich getauscht und danach lief der wieder. Dann noch einmal die Wicklung von 220 auf 240 Volt rum umgelötet, dass er ein bisschen weniger Strom kriegt, also Spannung besser gesagt, und die Spannungsregler hier nicht so doll heizen. Sollte jetzt die nächsten, was weiß ich, 20, 30, 40 Jahre wohl wahrscheinlich wieder laufen. Wer weiß, wie lange das der noch macht. Okay, das wäre jetzt das Video über diesen CD-Player. Er funktioniert. Ein bisschen reinigen muss ich ihn noch. Ich werde ihn jetzt aber erstmal zusammenschrauben. Für mich ist erstmal der wieder funktionabel. Was soll ich das Ding komplett sauber machen und alles, wenn ich weiß, nicht mal weiß, ob der richtig funktioniert. Gut, das Zahnrad drucken ist auch zeitaufwendig ohne Ende, aber die Zeit nehme ich mir halt. Das ist mir egal. Hauptsache ich weiß, ich sehe, dass er noch elektrisch soweit funktioniert. Gut, dann. Tschüssi und bis zum nächsten Mal.